zum letzten Winterschlussverkauf bei TV Total. Heute unter anderem mit den SSDS, GPS, Finalisten Alex, Oliveira und Brent. Dazu die TV Total Lieblingsband, die Kelly Family. Und hier ist ihr Gastgeber Stefan Raab. Freundlich von Ihnen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei TV Total. Tolles Programm heute Abend. Wir, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wir sprechen gleich noch über Wetten, dass. Ja? Aber Thomas Gottschalk war ja nach im Knast. Ja? Also er ist in so eine Zelle gezogen, um dort zu übernachten, weil er eine Wette einlösen wollte. Und es gab bisher ja keine Fernsehbilder. Wir haben die Fernsehbilder, meine Damen und Herren. Ja, aber erstmal zu unserem heutigen Top-Thema. Ich weiß nicht, ob Sie in den Zeitungen gelesen haben. Ja? Ab heute letzter Winterschlussverkauf. Ja? Das heißt, es gibt aufgrund dieses Rabattgesetzes nie wieder Winterschlussverkauf. Ja? Winterschlussverkauf, meine Damen und Herren. Oder wie unsere türkischen Freunde sagen, Sportabzeichen. Ja. Ja. Schade, im Winterschlussverkauf habe ich immer so tolle Klamotten für die Altkleidersammlung bekommen. Ja? Das war, ich glaube, es war für viele Leute auch, das werden viele vermissen, ich glaube, das war für viele Leute am Wühltisch auch der einzige sexuelle Kontakt, den sie so im Jahr hatten. Ja? Gut, aber wir müssen auch ein paar Sachen loswerden, deswegen können wir mal unseren Grabbeltisch haben. Wir haben einen Grabbeltisch, meine Damen und Herren, bei uns müssen auch ein paar Sachen raus. Das, ja? Dankeschön. Ja. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier so ein paar Sachen, die haben sich so über die Jahre hier angesammelt. Ja? Und wir wollen jetzt mal die letzte Möglichkeit für uns, Winterschlussverkauf zu machen. Ja, wir haben bei uns in der Requisite mal nachgeguckt, was wir so alles haben. Und deswegen wollen wir das heute mal ja, hier an Sie verscherbeln. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sehr kostengünstig, meine Damen und Herren, an das ein oder andere Produkt ranzukommen, was Sie sonst normalerweise im Handel ja überhaupt nicht bekommen. Ja? Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das hier noch kennen, ja? Das ist ein ganz tolles Produkt. Das sind Ravioli, ja? In grüner Grütze. Ja, ist aber ein Produkt von uns mit Historie. Ja? Denn wenn Sie uns letzte Woche zugeschaut haben, dann wissen Sie vielleicht, woher diese Ravioli stammen. Ja? Schauen Sie, da kommen sie her. Oh. Das sind die Ravioli, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt die außerordentliche Möglichkeit, hier heute Abend für nur, ich sage es nur, denn wir haben ja hier 50%, alles runter bei uns. Ja. Nur 5 Euro können Sie diese Dose Ravioli hier. Wer möchte? Wer möchte? Ich habe Zeit. 5 Euro, Sie da? Ja, kommen Sie doch bitte runter. 5 Euro, sensationell für diese Ravioli. Ja. Sehr gut. Sehr, 5 Euro, ja. Vorsichtig. Ja. Bleiben Sie kurz hier, ja? Klebt ein bisschen, ne? Ja. Aber das sind Ravioli mit Geschichte. Die gehen in die Schweiz. Ach so, ja. Sehr gut. Da gehören Sie hin. Komm, da kriegen Sie noch von mir einen Aal. Ja. Einen Aal obendrauf, egal. Vielen Dank. Sehr gut. Es läuft doch. So. Mit dem Aal hätten Sie jetzt nicht gerechnet, oder? Dass Sie zu den Ravioli, weil der Aal, der ist viel mehr wert als 5 Euro. Stinkt für 10 Euro, der Aal, oder?
So, ist aber, können Sie verzehren, ist ganz frisch von heute. So, was haben wir noch? Wir haben hier zum Beispiel, ja, wissen Sie noch, was das ist? Das haben wir auch mal hier bei uns in der Sendung gezeigt. Und zwar ging es damals um das Thema Boris Becker. Sie wissen, 5 Sekunden Sex in der Besenkammer, ja? Und das ist die, die Boris Becker Eieruhr, ja? Sehen Sie? Ja? Die Boris Becker Sex-Eieruhr. Ja? Dieses tolle Produkt können Sie natürlich auch erwerben. 5 Euro, wer möchte das haben? 5 Euro? Ach Leute, 5 Euro hier. Komm, ich lege noch eine Salami oben drauf, wenn es sein muss. Da, da haben wir es. Ja, hier, 5 Euro plus Salami. Sehr gut. Kleiner Applaus für die junge Frau, die ist hier. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Eine Salami und das Original Boris Becker Glas. Es läuft doch. Es läuft doch. Aber man muss einfach nur mit den Produkten so ein bisschen. Ich habe hier habe ich auch noch was Tolles, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Schauen Sie mal. Ja? Das ist so ein Wachsstreifen, so ein Enthaarungswachsstreifen. Und auch das ist ein sehr schönes Produkt, meine Damen und Herren. Denn wenn Sie wissen, woher es stammt, dann werden Sie sagen, klar, ich zahle auch 50 Euro. Ja? Schauen Sie sich bitte an, wo es herkommt. Es legt dich hin. Achtung. Und genau. Und ein super Ergebnis, oder? Ja, meine Damen und Herren. Wenn das kein tolles Produkt ist, also wenn das keine Reliquie ist, 5 Euro, meine Damen und Herren. 5 Euro. Da oben die junge Frau. Selbstverständlich. Kommen Sie ruhig runter. Toll. Ja. Super. Oder da sind Sie besonders scharf drauf auf diese. Ja, unheimlich. Ja, selbstverständlich. Das sind 5 Euro, selbstverständlich, natürlich. Ich habe nur 20. Sie haben nur 20, nehme ich auch. Ja. Ich hab Wechselgeld dabei. Ja, ich habe mich ja vorbereitet. So, hier erstmal die Haare. Moment, ich muss kurz. Hier, komm, kriegen Sie noch ein Elton-Zock-T-Shirt dazu. Also. Ja, damit Sie wissen, wo es. Hier, kommen auch noch so hier noch ein TV-Total-T-Shirt. Ja. Wer möchte gleich noch was kaufen? Ja. Moment, ich hab's klar. Ich gebe es Ihnen raus. Sekunde. So. Moment. 20 Euro, 5 Euro kostet es, 20 Euro, das heißt, Sie kriegen 5 Euro zurück, ne? Ist das richtig? Nein. So, und 15 Euro zurück. Danke. Vielen Dank. Ja, dann Applaus nochmal für die junge Frau. So. So. Super Sachen. Was wir noch alles hier. Bitte? Die Mütze finden Sie super, ja. Sie können einen Aal haben. Ich habe noch einen Aal. Ja? So. Was ist das denn hier? Ach, wie süß, guck mal. Lederjacke von Peter Maffay. Ja. Größe 128. Sehr gut. Nee, das muss man nicht. Hier, was mit unserer Sendung was zu tun hat. Kennen Sie das hier? Die Original-Freundschaftsbändchen von Wolfgang Petri? Und zwar haben wir auch mal bei uns in der Sendung gehabt, ein ganz tolles Utensil. Die können nämlich, und Sie wissen, die waren so lange bei Wolfgang Petri am Arm, dass die sogar sprechen können. Toll, oder? Und das, meine Damen und Herren, kriegen Sie hier. In unserem letzten, wirklich allerletzten Winterschlussverkauf kriegen Sie das hier für nur 5 Euro. Wer möchte es haben? Ah, schon mehrere. Ja, ja, der junge Mann da oben, ja. Die waren sehr schnell. Sehr gut. So, da stecke ich doch direkt noch mal einen Aal mit rein. Ja. 5 Euro, den Aal müssen Sie mitnehmen. Ja, jetzt wird er Ihnen aufgezogen. Oder wollen Sie lieber eine Salami? Salami. Salami, sehr gut. Okay, eine Salami. So, bitteschön. Stecke ich mal hier rein, ja. Der Arm vom. So, sehr gut, dankeschön. Schon 15 Euro verdient heute Abend. Nee, 20 schon fast. Es geht weiter, hab noch was. Wir hätten noch so viel. Ja. Vielleicht machen wir, wir können ja auch so einfach Rabattverkäufe hin und wieder machen, oder? Ja. Ja, ist ja klar, das ist mir klar, das sieht ja hier. So, meine Damen und Herren, das zum Thema Winterschlussverkauf. Und da es der letzte Winterschlussverkauf ist, den es hier gibt in Deutschland, meine Damen und Herren,
haben wir jetzt eine kleine Ode, ein kleines Gedicht auf den Winterschlussverkauf, ein Nachruf. Wie gern sind wir Ende Januar zum Karstadt gelaufen. Nicht wie ran und her und kaufen. Den Schlussverkauf fand jeder sehr fein. Also im Prinzip sag ich mal jein. Hier bekam jeder das, was ihn partout nicht mehr loslässt. Ich hätte gern den Hintern von Jennifer Lopez. Wir kämpften um Schnäppchen mit Geduld und viel Spucke. Und wer gar nichts kaufen wollte, sagte einfach Spucke. So ein Schlussverkauf morgen hat die Kraft von einem Urknall. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Doch dieses Jahr ist der letzte und wir fragen uns prompt. Glauben Sie, dass noch einer kommt? Leider nein. Nie wieder gibt es Winterschlusspreise. Hey. Krise. Das ist zu deutsch Scheiße. So kauft jetzt zum letzten Mal, was es auch sei. Ich mache mit. Ich bin auch dabei. Dir Winterschlussverkauf sagen wir nun Ade. Wir werden dich vermissen. Nee. Ja, der Winterschlussverkauf, meine Damen und Herren, zum letzten Mal. Adios. Nie mehr. Ausschuss vorbei. So. Ja, dann, meine Damen und Herren, haben Sie wahrscheinlich am Wochenende haben Sie wahrscheinlich natürlich Wetten, das gesehen. Und ich weiß nicht, können Sie sich an diese Kinderwette heißt es ja, also Jugendliche, eine Schulklasse hat sich eine Wette ausgedacht. Und da waren relativ wenig Jungs dabei, hauptsächlich Mädchen. Ja, die haben sich alle auf den Boden gelegt und dann haben sich die Mitschüler auf die anderen draufgelegt. Und dadurch, dass die sich unten drunter gedreht haben, wurden sie sozusagen wie auf Baumstämmen gerollt und mussten Wassergläser über eine Strecke von, weiß nicht was, 15 Meter transportieren. So, und da waren sehr wenig Jungs dabei. Und warum das so war, das erklärt einer von den Jungs hier. Schauen Sie mal. Wenn ich hier lang marschiere, dann sehe ich, dass die Damen sehr stark in der Überzahl sind. Ist das ein Zufall oder ist das ein Schicksal? Also nee, wir sind nur mal sieben Leute, also sieben Jungs in der Klasse, aber die bleiben heute zu Hause, weil die fanden das irgendwie scheiße, was wir hier machen. Ja. Sehr gut, Jungs. Ja? Der wahre Grund ist natürlich Akne, ja? Aber kann man da ja nicht sagen. Ja? Und sind wahrscheinlich genau die Jungs, die heute rumlaufen und sagen, mit denen, die bei Wetten, das waren, bin ich in einer Klasse. Hier. Und dann musste, weil Chris de Burgh seine Wette verloren hat, musste Chris de Burgh sich auch auf diese Schüler drauflegen, über die rüberrutschen sozusagen. Und Thomas Gottschalk fand das sehr toll, dass der alte Chris de Burgh das macht und wollte jetzt auch mal einen jungen Namen mit ins Spiel bringen. Ja? Einen hippen Namen, jemand, den man kennt. Ja? Und sagt, wie wäre das denn, wenn der da rüberrollen würde? Und passe bitte auf, welchen Namen Thomas Gottschalk dort sagt. So, komm mal, hier sieht man noch einmal, Chris, you look good in every, komm mal, schau mal her, don't pay the ferryman, and the lady is wet, schau, wie er sich freut, gut, ah, guck mal, mach das mal mit Tupac. Tupac? Tupac, meine Damen und Herren? Hat das richtig gehört? Was für ein Scherz, oder? Mach das mal mit Tupac. Vielleicht hätte die Leichenstarre geholfen bei der Sache, ja? Man weiß es nicht. So, bitte, wenn Sie Thomas Gottschalk über den Weg laufen in den nächsten Tagen, bitte sagen Sie ihm nicht, dass Elvis tot ist. Ja, vielleicht kriegt er dann einen Schock. Und Thomas Gottschalk löst seine verlorene Wette ein und geht in den Knast. Ja? Was sehr mutig von Thomas Gottschalk ist, denn so blonde Typen mit langen Haaren haben es ja nicht einfach im Gefängnis. Ja? Und ich glaube, er hat in einem Zeitungsinterview gesagt, er hat sehr schlecht geschlafen. Wahrscheinlich, weil sich die Zelleninsassen an seinen Haaren abseilen wollten. Ja? Und wie ist Thomas Gottschalk im Knast ergangen? Es gibt ja keine Fernsehbilder, meine Damen und Herren. Aber wir haben sie. Wie ist Thomas Gottschalk im Knast ergangen, ist, sehen Sie hier. Schauen Sie mal. Oh, ihr seid schon da. Ist ja super. Ich hoffe, dass ich bald eine süße Maus finden werde, mit der ich das Bett teilen kann. Toll, Thomas Gottschalk im Knast, meine Damen und Herren. Die ersten Bilder exklusiv hier bei TV Total. Und dann habe ich letzten Freitag
lief ja eigentlich schon Wetten, dass bei RTL, die machen das jetzt auch und nennen das irgendwie die größten Weltrekorde. Ja, und dort war Alain Delon zu Gast und der stolpert so ein bisschen im Endbild, ja, also im Schlussbild, im großen Finale, stolpert er so ein wenig von der Bühne. Schauen Sie sich das mal an. Alle Gäste aber noch mal nach vorne, bitte. Alain Delon, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Und da habe ich gedacht, Moment, habe ich gedacht, an was erinnert mich das denn? Ja? Und da muss ich Ihnen noch mal das zeigen, was ich Ihnen letzte Woche gezeigt habe von den Jakobs-Sisters. Schauen Sie hier. So gleichen sich die Schicksale. Die Jakobs-Sisters, Alain Delon. Und in der gleichen Sendung, in dieser Rekordsendung, da hat ein Mann versucht, in einer Minute 8 Würstchen unzerkaut zu schlucken. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Und irgendwie merkte man ihm an, dass es ihm nicht besonders gut geht dabei. Schauen Sie hier. Ja. Sind das denn? Das geht doch gar nicht. Sind das denn Kaubewegungen? Nein, er schluckt es wirklich so. 5 sind drin. 10. Ich glaube, mit den 8, das wird nichts mehr. Ach nee, das schafft er nicht. 4. 3, 2, 1, Ende. Das war hart an der Grenze, oder? Ja, Moment, aber also Würstchen runterschlucken kann ja jeder. Ich hätte das immer gern mit Toblerone gesehen, ja? Leider hat er es nicht geschafft, ja, seinen Weltrekord, einen neuen Weltrekord dort aufzustellen. Das heißt, der Weltrekordhalter bleibt weiterhin Rainer Kallmund. Ja? Ja, Elton kann das mit ganzen Spanferkeln, meine Damen und Herren. Was ist denn daran rekordverdächtig? Und dann kam dieser Mann, der mit seinem Kopf Melonen zerstören konnte. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Da habe ich echt gedacht, hoffentlich tut er sich nichts. Schauen Sie mal hier. Und der Trainer von Vinzenz hilft ihm, wie genau das macht, weiß ich auch nicht. Aber er muss irgendwie dabei sein und ihm kurz mal einen in die Fresse hauen. Das ist so ein Ritual zwischen den beiden. Achtung. Ich zähle runter. 5, 4, 3... 2, 1, Start! Noch 10. Zwei, eins, Stand! Ja, okay. Ja, da müssen wir dreimal abziehen wahrscheinlich. Jetzt greift der Schiedsrichter ein. Ja. Melonen sollen ja gesund sein, habe ich mir sagen lassen. Ich hätte das besser gefunden, wenn er die am Stück runtergeschluckt hätte, wie der Würstchenmann. Ja? Komplett die Melonen. So. Genauso hat er übrigens nachher auch 3 Packungen Aspirin mit dem Kopf eingehauen. Ja? Können Sie sich gar nicht vorstellen. Aber das Tolle ist ja für ihn, er kann ja gar keine Gehirnerschütterung bekommen. Ja? Denken Sie mal drüber nach. Und jetzt kommen junge Menschen zu uns und da fragen sich, woran liegt das? Ja, das liegt an uns, natürlich. Ja. Und mehrere junge Menschen, die einen erstaunlichen Wandel in den letzten Jahren vollzogen haben. Ich kenne sie schon lange aus den Zeiten bei Viva. Dort waren sie schon nie bei mir in der Sendung zu Gast. Ja, ja. Aber dann irgendwann hat sich das Blatt gewendet und das sind richtig moderne junge Menschen geworden. Hätte man damals nicht erwartet, aber meine Damen und Herren, es ist so. Begrüßen Sie recht herzlich, herzrechtlich. So, recht herzlich die Kelly Family. Meine Damen und Herren. Ja, das ist für euch. Ja, jeder ein Glas. Wodka? Bitte? Nee, es, ja, Wodka. Selbstverständlich. Nee, es ist Korn. Ja? Billigeres Zeug. Wie geht's? Sehr gut. Sehr gut. Ja, ihr seid das erste Mal alle zusammen hier, ne?
Das stimmt. Wir waren schon mal hier als Musikgaststudio, aber nicht jetzt alle. Ja, genau. Noch nicht alle hier auf der Couch gesessen. Ja, ich habe schon erzählt. Eigentlich kennen wir uns ja schon lange nicht so richtig, aber bei Viva damals, als ich dort angefangen habe, da hat man uns doch eher Auseinandersetzungen nachgesagt. Patricia, jetzt aber nicht übertreiben. Ja? Patricia hat uns gerade davon erzählt. Was denn? You know, the boat thing. Ach so, ja, ich weiß noch, als du gekommen bist mit einem kleinen Boot und wolltest auf unserem Boot rein. Ich wollte das Boot entern. Ja, nein, das war so, das kann ich kurz erzählen. Das war damals so, da lag die Kelly Family so im Kölner Hafen hier in Köln-Deutz im Hafen. Und da waren so Greenpeace-Aktionen, waren da gerade total in. Und da habe ich mir so ein Boot gemietet und wollte mich an das Boot der Kelly Family ketten. Ja? Und... ja, und da hattet ihr aber so viele Fans, die standen am Rande des Deutzer Hafens dort, ja, und als ich mit dem Boot da reinfuhr, haben die mich erkannt und dann haben die mich mit Steinen beworfen. Sehr gut. Ohne Scheiß. Super. Ehrlich. Das hat Greenpeace nicht, oder die anderen Jungs, Entschuldigung. Ja, das haben sie nicht. Ich bin ja wahrscheinlich wie viele andere auch überrascht, ihr habt ja auch einen Wandel vollzogen. Ihr habt euch da mal die Haare abgeschnitten, also zumindest einige von euch, und andere Klamotten angezogen und so. Du bist ja da relativ traditionell. Traditionell. Ich bin halt treu geblieben. Kam das so vom einen Moment auf den anderen oder habt ihr unterschiedlich. Euch... Unterschiedlich. Jimmy hat schon ewig die kurze Haare. Und Perli hat dann irgendwann geschnitten. Und Johnny hat die auch kurz, ich glaube jetzt. Und... unterschiedlich. Also bei mir, ich schneide ja auch irgendwann ab, aber vielleicht in 5 Jahren, wenn ich halt die Haare sowieso abfallen, dann schneide ich die ab. Ja. Ihr lebt ja jetzt nicht mehr alle zusammen. Ihr habt ja früher immer erst in dem Bus alle zusammen gewohnt. Das stimmt, ja. Im Bus. Und dann im Boot. Im Schiff, ja. Und dann in diesem Schloss. Teilweise ja auch, ja. Und jetzt wohnt ihr aber alle verstreut mit euren eigenen Familien, ja, oder? Ja, stimmt. Die meisten von uns, also viele von uns haben Familie. Patricia, Angelo und ich, wir haben Kinder. Ja. Und die anderen halt nicht. Die schaffen es nicht. Ihr seid ja noch jung, das kann ja noch kommen. Die haben von uns gelernt. Ja, ja. Die lernen von uns, lieber aber keine Kinder. Martin, das lernt man von sich selbst, also das ist nicht... Der Joey ist aber am, wann war das, letzten Dienstag zum zweiten Mal Vater geworden. Oh. Ein ganz lieber Junge. Ihr habt ein neues Video, Flip a Coin. Auch die Musik hat sich ein bisschen verändert, oder? Das ist doch schon... Wer singt auf dieser aktuellen Nummer die Liedstimme? Joey ist der Solo. Joey, aber Paddy auch. Paddy am Refrain. Du bist ja leider in den Stimmbruch gekommen. Das bedauere ich ja bis heute. Ja? Dass du nicht mehr so schön wie damals... Sometimes. Deswegen bin ich Schlagzeuger geworden. Ja. Ne? Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus dem aktuellen Video. Flip a Coin. Ist auch musikalisch progressiver. Oder? Zu der Musik, das ist wahr, dass diese Single ist schon einigermaßen sehr Rock, aber die neue Platte, wir haben eigentlich 2 Seiten. Ja. Und es ist nicht unbedingt so, dass wir unsere Musik ändern, im Gegenteil, wir machen auf einer Seite Progress in was man so modern nennt oder was man will, aber andere Seite gehen wir auch zurück zu The Roots, und das ist eine Platte mit 2 Seiten. Also, einmal, dass ihr eure alten Fans weiterhin also wir sind, aber auch neue dazu. Genau. Wie bitte? Was? Ja. What do you say? Please the fans and Nein, we please ourselves. Okay. Und die Fans sind natürlich, wenn du wahr zu dich selbst bist, dann kommen die Fans automatisch. Ja, also, ihr dürft natürlich eure wichtigen Fans nicht verlieren. Man kennt einige, also einige kennt man so, es gibt manche Fans, die kommen wirklich zu jedem Konzert. Wir waren jetzt in Oberhausen, 12 Konzerte und gut. Da gab es Menschen, die waren bestimmt bei allen Konzerten da. Ja. Du bist aber auch voll unser Unterstützer gewesen und wir haben uns nie bedankt. Ein Riesenapplaus für Stefan Raabs. Ja, selbstverständlich. Damals. Ich war immer... Es hat ja nichts gebracht, aber trotzdem danke. Aber der hat Prozente gekriegt, ne? Ja.
schön wäre das gewesen. So. Prozente gekriegt. Ja, Prozente. Wie viele Platten habt ihr verkauft? Kann man das überhaupt noch zählen in eurer Karriere? Ja, es sind ungefähr momentan 15 oder 16 Millionen. 15 oder 16 Millionen? Ja, ja, da läppert sich was zusammen. Was machen deine sportlichen Aktivitäten? Du bist ja bei der letzten Wok-Weltmeisterschaft leider nur Zweiter geworden. Gut. Stimmt, ja. Wenn einer besser ist. Nächstes Mal Erste. Ja, du bist wieder dabei beim nächsten Mal. Machst du mit bei unserer nächsten Wok-WM, die übrigens am 4. März in Innsbruck auf der Olympiabahn stattfinden wird, meine Damen und Herren. Heute ist erstmal offiziell die Wok-WM 2004, die Revanche von der Olympia-Eiskanal in Innsbruck. Und du machst ja wieder mit dem Einzel. Wie wär's denn mit dem Kelly-Wok? Ein vierer Kelly-Wok. Ja, ich nicht. Ja, was heißt denn, komm? Also ich mach mit. Du machst mit? Nein, was hab ich bloß gesagt? Meinst du, das ist super. Wir haben zu alle wir haben zu große Ärsche alle. Das funktioniert. Aber das ist ein Vorteil beim Wokfahren. Ja, deswegen ja. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also Malte ist dabei. Vierer. Also Gewicht ist nicht der Vorteil. Haben wir letztes Mal gesehen. Ja, haben wir gesehen, ja. D und Axel Schulz. Stimmt, Gewicht ist nicht unbedingt nicht Vorteil, vorne, aber es schadet auch nicht. Das stimmt. Also ja. Du bist dabei. Malte, wie sieht's aus hier? Was ist mit dir? Ich weiß nicht. Wenn ich kann, dann komme ich. Wenn ich. Das heißt, wenn ich kann, dann komme ich. Ich habe auch eine Familie, weißt du. Ja, aber du bist wissen. Doch nicht. Das geht doch. Also das weißt du es nicht. Ist ja so, es ist ja so, man ist nicht also, definitiv tot, wenn man da runterfährt. Nein. Ja? Jimmy ist also es bestehen schon relativ gute Chancen, ganz dass man das ehrlich, überlebt. Ich bin kein Sportler. Wenn du einen Biathlon machen willst, komme ich. Aber so ein Triathlon oder sowas. Ja, was ist hier? Biathlon. Paddy. Hina, das lernen wir. Feige. Ja. Feige. Feige. Ja, Leute, jetzt hier. Also. Come on, guys. Joy auf jeden Fall. Du machst mit. Nee, Joy auf jeden ja, Fall. Ja, Joy auf jeden Fall. Wir brauchen einen Vierer-Wok, ja. Den Kelly-Wok. Ja? Maite, Maite. Ich mach Maite. Mit. Ich mach ja, mit. Also, die Maite reicht doch für zwei. Also. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr so viele Hosenscheißer in der Familie habt. Ja. Das ist es. Es sind, ich bin der Einzige, der. Ja, 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 ja. Ihr könnt es euch ja noch mal überlegen. Also Malte ist dabei, Joey, da haben wir schon zwei. Wir brauchen noch zwei von euch. Come on, ja? Guys. Come on, guys. Come on, Rocker. Was ist? Ja. Ich habe Höhenangst. Das geht bei mir nicht. Höhenangst. Man sitzt auf dem Boden. Sie hat es nicht gesehen. Sie ja. Weiß nicht, wovon wir reden. Das ist, du musst nirgendwo Hallo, runterspringen. Ich habe es gesehen. Ich bin die Älteste hier. Ja. Ja. Also, ich was hab, ist? Ich hab, come on, guys. Komm. Wenn ich kann, dann bin ich da. Ja, okay, da haben wir schon drei. Und du machst auch mit. So, Kelly Family dabei, notiere ich mir mal. Der Kelly Walk. Ja. Okay, da freue ich mich. Ihr seid auch noch weiterhin mit dem Zirkus Roncalli unterwegs. Ne? Das stimmt, ja. Wir sind da spielt ihr, was macht ihr da? Spielt mit im Zirkus ist, oder wie? Ja, es ist die Artisten von Zirkus Roncalli, also nicht alle, aber viele. Und da ist eine Bühne, die aufgebaut ist, die so ein Drittel in die Manege reingebaut ist. Ja. Und wir spielen das Musik und auch einige Nummern mit. Ah, und okay. Es ist ein Konzept, es ist ein Pilot, den wir jetzt ausprobiert haben, 24 Termine. In Oberhausen 12, in 12 in Berlin jetzt, ab nächste Woche, ab diese Woche. Und das läuft richtig gut. Ja, dann wünsche ich euch auch da viel Erfolg mit der neuen Single und auch bei der Wok-Weltmeisterschaft. Vielen Dank, die Kelly Family, meine Damen und Herren. Ab Donnerstag wird es bei uns richtig spannend, denn hier hinter mir sehen Sie unsere neun Kandidaten, die es in die Endrunde geschafft haben. Bei Stefan sucht den Super Grand Prix da und wir haben wirklich extrem gute Kandidaten. Und damit Sie sich mal etwas näher mit denen anfreunden, werden wir Ihnen jetzt unter der Woche die Kandidaten einzeln vorstellen. Sie werden dann nicht hier zwar sitzen, aber nicht singen, sodass Sie auch mal sehen, was für eine Persönlichkeit der ein oder andere so mit sich bringt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie als erstes eine junge Frau, und zwar Alex.
So, Alex, du hast es in die Runde der letzten 9 geschafft. Ja. Ja? Und du bist 19 Jahre alt, kommt aus Olpe, das haben wir alle schon erzählt. Olpe? Ja, sicher. Ja. Ja. Und du machst gerade Abitur, haben wir auch schon gesagt. Mhm. Ist es eine Doppelbelastung, hier immer jetzt aufzutauchen? Du musst ja auch, hast du Hausaufgaben für morgen zum Beispiel schon gemacht? Ja, habe ich. Ne, habe ich wirklich. Ja. Nee, ich, es macht ja Spaß, hier hinzukommen, deswegen. Aber wir stören dich da nicht bei. Nicht, dass du nachher sagst, hier in 2 Jahren klappt es nicht mehr mit der Karriere und du hast wegen uns das Abi abgebrochen. Nee, das Nein, passt das machst du schon weiter, oder? Ja. Was machst du sonst so? Neben dem Singen hast du noch andere Hobbys? Ja, ich würde jetzt gerne mal Skifahren gehen, aber es schneit ja nicht. Ja, ach so, ja, du kommst ja aus dem Sauerland, natürlich. Ja. Wie, auch kein Schnee im Sauerland? Ja, so nachts schon mal, aber das ist dann am anderen Morgen. Gut, da haben die Pisten nicht auf. Ja, ja. Das ist schlecht. Ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren Kandidatin, meine Damen und Herren, die es vor 3 Wochen schon geschafft hat, in unsere Endrunde einzuziehen. Begrüßen Sie recht herzlich Olivera. So, ihr mögt euch schon mal, oder? Ja. Ja. Ob das so lange bleibt, das weiß man nicht. Aber ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin ja froh, dass ich aus der Nummer raus bin. Weil es ist eh schon schwer, unter euch Neuen zu sagen, wer singt da besser. Da singt jeder anders, ja. Aber besser ist da wirklich schwierig zu sagen. Hast du noch irgendwelche Hobbys neben dem Singen? Machst du noch irgendwas anderes? Irgendwie? Nee. Weiß nicht, Fußball spielen, Tennis. Ja, Rugby und so. Rugby. Nee, also ich gehe gern tanzen. Also sehr gern tanzen gehe ich. Und ins Kino und Sport, also einmal im Jahr vielleicht. Einmal im Jahr? Ja, ja, so vor dem Sommer manchmal ein bisschen. Aha. Ich glaube, das macht jeder so irgendwie, aber ja. Ach so, wegen Strand und so? Ja, dass man da gut aussieht und so? Wo fährst du hin in den Urlaub? Ich war letztes Jahr in Montenegro. In Montenegro? Montenegro, ja. Aha. Genau. Gibt es da schöne Strände? Ja, da gibt es schöne Strände. Oder ist es mehr so steinig da? Bitte? Du sprichst die Sprache dort? Ja, klar. Du sprichst Jugoslawisch oder wie heißt das da? Ja, oder Serbisch. Jugoslawisch. Serbisch. Ja. Aha. Okay. So. Ihr habt da schon die Stücke ausgesucht, die ihr am Donnerstag singen werdet. Du hast dir ausgesucht Lost Without You von Delta Goodrem. Hm. Kennen wahrscheinlich nicht viele, oder? Doch, jetzt läuft momentan in den Charts. Ja? Hm, dann bin ich hier der Einzige, der es nicht kennt. Und du hast hier was sehr Interessantes, würde ich gerne hören. Du singst von Joe Cocker, You Are So Beautiful. Genau, ja? Aber ohne diese. Genau. Ja. Genau. Und jetzt kommt ein junger Mann, der auch gut Joe Cocker Stücke singen könnte, meine Damen und Herren. Er hat auch am letzten Donnerstag den Einzug in die Endrunde geschafft. Aus Australien, Brad, meine Damen und Herren. Ja. Wie geht's? Sehr gut. Du verstehst mich, wenn ich langsam spreche, oder? Beim letzten Mal gab es etwas Verständigungsprobleme zwischen uns. Ja. Wie lange bist du jetzt hier in Deutschland? Jetzt alles zusammen, pur 6 Monate oder. Aber ich habe ein paar Mal hingefliegt. Hingewaschen? Ich habe gestern mal. Du hast ein paar Mal hin und her gefliegt? Ja. 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 Und du sprichst erst seit einem halben Jahr Deutsch? Ja, nicht. Dann hab, 4 Monate oder? 4 Monate? Ja, aber nicht schon nur zu Hause lernen. Und aber man kann dich schon perfekt verstehen, ja? Nicht perfekt, aber schon nicht schlecht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie es morgen wieder zu. Tschüss. Vielen Dank.